Schwabensager läutet die Hallenrunde ein, liebe Fußballfreunde. Hier bei mir im Volkswagen-Zentrum Augsburg, Mario Borelli vom Kissinger SC. Mario, herzlich willkommen. Wir waren schon des Öfteren hier. Ja, Vorrunde, Saison 2013 ist vorbei. Der Winter hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Platz 8, Mario, 29 Punkte, 9 Siege, 2 Unentschieden, 9 Niederlagen, 7 Punkte Abstand auf Platz 2. Mario, kurzes Resümee. Eure Runde 2013? Ja, erst einmal Servus miteinander. Das erste schon mal Otto vorweg, 7 Punkte vom Tabellenplatz 2. Na klar, ist das schön, 7 Punkte vom Tabellenplatz 2, aber genauso ist es auch nach unten zum Relegationsplatz. Und wir sind ja in die Saison gestartet mit dem Ziel, über den Strich Relegationsplatz unten, nicht oben. Ja, und das ist das Ziel, wo wir weiterhin verfolgen. Also sonst mit der Saison. Leider hat das Wetter Strich durch die Rechnung gezogen. Wir hätten gerne noch das Spiel in Bobingen mitgenommen. Ja, jetzt werden wir es halt im März nachholen und dann schauen wir weiter. Ja, ihr habt euch ja auch vor der Saison neu aufgestellt. Mario, Sören Dressler als Trainer installiert, Uli Antunes zurückgeholt als Co-Trainer mit dem Sascha Melders, jemand in der Abteilungsleitung und mit dir zusammen, Mario. Das ist natürlich ein Team, wovon man sich schon einiges erwartet. Ihr als Aufsteiger im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld, da kann man zufrieden sein, so wie du sagst. Die Erwartungshaltung in Kissing, ist man der gerecht geworden? Ja, es spricht ja der Tabellenplatz 8 das ja aus, dass gut gearbeitet wird, dass das Trainer-Duo, also der Sören Dressler mit seinem Co-Trainer Uli Antunes, auch gute Arbeit macht. Man merkt es und das freut mich auch ganz besonders an unsere eigenen Spieler, wo beim Kissinger SC groß geworden sind und was die für einen Fortschritt gemacht haben, unter dem Sören Dressler und auch unter dem Uli. Ja, und ob ich ganz zufrieden bin oder nicht ganz zufrieden bin, wir sind zufrieden, ja, weil wir gesagt haben, Relegationsplatz und jetzt stehen wir auf dem 8. Platz. Die Arbeit vom Sascha, auch super, ja, der vertritt mir, was das Sportliche anbetrifft, Sponsorensuche, auch mal einen auswärtigen Spieler zu holen und wir verstehen uns alle vier gut, wir unterhalten uns viel und ich denke, das wird auch die Zukunft sein beim Kissinger SC, aber ich wiederhole mich, was mir ganz besonders freut, ist, dass unsere eigenen Spieler und den Fortschritt gemacht haben und man sieht es auch in der Aufstellung immer, wenn 6, 7 eigene von Anfang an spielen beim KSC und das ist toll. Mario, du sprichst es an, neue Spieler, junge Spieler, Eigengewächse. Jetzt ist die Winterpause da. Winterpause ist immer die Zeit, wo man natürlich sich entweder von Spielern trennt oder neue Spieler dazu holt. Wie ist das bei euch? Wir haben momentan keinen Bedarf. Wir haben einen Kader von 22 Spielern. Es sind auch immer im Training 18 bis 20 Spieler da. Also momentan ist kein Bedarf da. Wir sind mit 2 Spielern im Gespräch, aber das sind Eigengewächse, wo mal den Kissinger SC verlassen haben, ja, und wieder von sich selber wieder zurückkommen wollen. Und wenn das klappt, dann sind die herzlich willkommen bei uns wieder in Kissing. Und wie gesagt, unser Ziel ist, mit eigenen Spielern so viele Spieler wie möglich zu haben. Also eigene Spieler, wo beim Kissinger SC groß geworden sind. Und schauen wir mal, wenn die 2 zurückkommen, dann haben wir einen Kader von 24 Spielern. Dann kann der Sören weiterhin gut arbeiten, weil es, wenn man Abschlussspiel macht im Training am Donnerstagabend mit 11 gegen 11, also ich glaube, das kommt selten vor bei anderen Vereinen und bei uns ist das halt fast jeden Donnerstag so. Mario, wir halten es fest. Platz 8, 29 Punkte. Luft nach oben ist vorhanden. Abstand nach unten ist noch gegeben. Wir sehen uns dann in der Halle, Mario. Machen hier schon mal ein bisschen Werbung. VW Cup, Steinbrecher Cup, Landkreis Vorrunde. Da werden wir dann das andere Interview ja noch führen. Wir wünschen dir schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sehen uns sicherlich dann 2014 in Kissing. Danke dir, Mario.
Ja, danke auch, aber